seien ein Parallelogramm ABCD, M der Mittelpunkt von der Strecke BC und S der Schnittpunkt von DM und AC. Wir sollen hier beweisen, dass der Vektor DS gleich ist zu 2/3 vom Vektor DM. Zuerst zeichnen wir diese Situation und schreiben die Hypothese auf. Wir haben das Parallelogramm ABCD. M ist der Mittelpunkt von dieser Seite BC und AC geschnitten mit DM, das ist dieser Punkt S. Wir sollen beweisen, dass der Vektor DS 2/3 vom Vektor DM ist. Und um das zu beweisen, ziehen wir zuerst die zweite Diagonale BD und nennen P den Schnittpunkt dieser zwei Diagonalen. Dann ist P automatisch der Mittelpunkt von dieser Strecke BD, weil die Diagonalen eines Parallelogramms sich ja in ihrer Mitte schneiden. Und da P der Mittelpunkt von DB ist, wissen wir, dass CP eine Mittellinie von diesem Dreieck BCD ist. Aber M ist der Mittelpunkt von dieser Seite BC. Also ist DM ebenfalls eine Mittellinie von diesem Dreieck BCD. Dann muss S also der Schnittpunkt von diesen zwei Mittellinien sein, das heißt S ist der Schwerpunkt des Dreiecks BCD. Und durch den Leersatz der Mittellinien, den wir im Tutorial D420 bewiesen haben, wissen wir also, dass der Vektor DS genau 2/3 vom Vektor DM ist. Und es ist genau das, was zu beweisen war. Also ist der Auftrag schon erledigt.